Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder dabei bist bei einem neuen Video. Ja, mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin, Mentalcoach und Spezialistin für leidvolle, toxische Beziehungen und ich habe die Lösung für jedes Beziehungsproblem, vor allem auch für die Frauen, wieder in die weibliche Energie zu kommen und vor allem deswegen. Darum geht es ja hier in diesem Video, wenn du dir einen Partner sehnlichst wünschst, wenn du endlich ankommen willst in einer erfüllenden Beziehung. Und in meiner Facebook-Gruppe Lieben ohne Leiden, ja, sehe ich immer in den Beitrittsfragen, die ich stelle, dass immer wieder diese Frage kommt, wie finde ich den richtigen Partner? Ich will endlich den richtigen finden. Ich bin jetzt ewig Single, ich komme scheinbar irgendwie nicht an. Woran liegt das? Liegt das wirklich daran, dass es keine bindungsfähigen Männer gibt? Liegt es an mir? An was liegt es? Ja, und da möchte ich dich gerne einladen, heute hier mal zu lauschen, nicht nur mit deinem Verstand zu hören, sondern auch dein Herz hier mit einzuschalten, weil das hört nochmal ganz andere Dinge raus als nur dein Verstand. Eine liebe Freundin hat mir vor kurzem einen genialen Spruch mitgebracht. Die war nämlich auf einer Singlebörse unterwegs und sie sagte, Katja, ich muss dir jetzt gleich mal erzählen, welcher Spruch mir heute in die Hände gefallen ist, den sie dort las. Ich fand den mega genial und der Spruch heißt, liebst du die Suche oder suchst du die Liebe? Ich weiß leider nicht, von wem dieser Spruch ist. Vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es gerne runter in die Kommentare. Und ich fand diesen Spruch so genial, weil es gibt Menschen, die wirklich 5 Jahre, 10 Jahre und länger Dauersingle sind, die mal kurze Dates haben, vielleicht eine One-Night-Stand, vielleicht mal eine kurze Affäre, aber mehr wird irgendwie nicht raus. Und es gibt keine Zufälle. Und das Universum ist mega präzise. Das Universum macht keine Fehler. Es ist so genial, wie präzise das Universum funktioniert, wenn man es einmal erkannt hat, dahinter gestiegen ist und es eben tatsächlich erlebt hat. Solange man noch hilflos als Opfer wie ein Blatt im Wind sich durchs Leben bewegt, hat man das Gefühl, es ist überhaupt gar nichts kontrollierbar. Doch, doch, du kannst ganz, ganz viel steuern durch deine Schwingung, durch deine Ausstrahlung. Deswegen hier dieses Goldstaub-Video. Liebst du die Suche oder suchst du die Liebe? Was steckt da jetzt dahinter? Dahinter steckt, dass du vielleicht, deswegen lade ich dich ja ein, das einfach mal auszutesten und mal zu spüren, ob du damit in Resonanz gehst, dass du vielleicht unterwegs bist, weil du es einfach liebst, auf der Suche zu sein. Dass du vielleicht gar nicht wirklich eine Beziehung haben möchtest, also nicht so richtig. Dass dann, wenn jemand da ist, du das Haar in der Suppe suchst, ach, er ist zu jung, zu alt, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, der Beruf passt nicht. Weißt du, dass irgendwas immer nicht hinhaut. Ja, und dann wirst du sagen, ja, sorry, das liegt doch nicht an mir. Ja, das Universum macht keine Fehler. Du ziehst immer das an, was du bist und nicht das, was du willst. Das heißt, prüfe, ist in dir eventuell eine wahnsinnige Angst vor wirklicher Nähe? Ist in dir eventuell eine Angst oder ein Gefühl, nicht gut genug zu sein, wertlos zu sein, dich dumm und ungenügend zu fühlen? Und hast du unbewusst eine Heidenangst in dir, wenn mir jemand so nahe kommt, dann könnte der andere ja sehen, wie dumm, wie wertlos, wie versagend ich immer wieder bin. Das sind ganz unterschwellige Programme, die dir das im Außen vermasseln. Und du denkst, verdammt, warum nicht? Vielleicht hast du auch das Gefühl, oh, wenn du dir ein toller Mann mal begegnet, oh, womit habe ich das verdient? Genau bei dieser Frage, womit habe ich das verdient? Dahinter ist ein Selbstwertthema, denn du würdest dich das nicht fragen, oh, habe ich denn so viel Glück in meinem Leben verdient, wenn du dich wertvoll fühlen würdest? Dann würdest du denken, toller Mann, toll, ich habe das Beste verdient, was es gibt auf der Welt. Ich habe es verdient, Liebe zu leben. Ich bin gut so, wie ich bin.
ich wünsche mir Nähe. Auch eine Herzmauer kann eine Ursache sein. Ein verschlossenes Herz aufgrund von Trauma, von negativen Erlebnissen aus der Vergangenheit oder Kindheit, was nicht gelöst ist, wo du immer noch drin hängst, wo immer noch die alten Programme unterschwellig ablaufen. Du musst dir vorstellen, dass diese unterschwelligen Verhinderungsprogramme, diese Blockaden und Widerstände, die dein Liebesglück jetzt noch verhindern, wie ein Virusprogramm auf deinem Computer laufen. Du merkst, dein Computer wird immer langsamer, irgendwie funktioniert das nicht, dieses Programm wird nicht mehr ausgeführt. Ja, dann musst du schauen, welche unterschwelligen Virusprogramme legen hier meinen Computer lahm. Finde bei dir heraus, welche unterschwelligen Selbstsabotageprogramme dein System lahmlegen oder was in dir wirklich wie am Computer falsch programmiert ist, dass du immer wieder im Außen diese Erfahrungen machst. Du bist tatsächlich, natürlich bist du Mensch mit Gefühlen und einer Seele und einem Herzen, aber diese Programme sind wirklich vergleichbar wie mit einem Computer. Ein Computer kann nur das ausführen, was reinprogrammiert ist, welche Programme dort runtergeladen sind. Nur das kann ein Computer, nicht mehr und nicht weniger. So ist es auch bei dir. Also finde in deinem Unterbewusstsein, was es ist. Es gibt auch Menschen, die verliebt sind in das Verliebtsein. Das geht auch in diese Richtung. Liebst du die Suche oder suchst du die Liebe? Verliebtsein ist nicht Liebe. Verliebtsein ist ein Rausch, ist ein Kickgefühl, ist ein wie eine Flutwelle an Bestätigung. Ja, ja, ich bin toll, ich bin genial, du bist im Fokus, du bist die eine, du bist gemeint. In dem Fall wirst du endlich geflutet mit dieser Aufmerksamkeit, die dir fehlt, weil in dir eine Sehnsucht ist, ein Loch, eine Leere, eine Bedürftigkeit nach Liebe, die beim Verliebtsein über dich rübergeschüttet wird. Aber es hält ja nicht an, weil das normale Verliebtsein ebbt logischerweise ab, außer in toxischen Beziehungen, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, zu toxischer Verliebtheit oder echter Verliebtheit. Ja, Verliebtsein ist nicht Liebe. Die Liebe ist was wirklich Ruhiges, Beständiges, etwas, was wirklich nährt, was dich auffüllt, was dich so satt macht, was dich beruhigt. Kennst du so Babys, die frisch gestillt, sage ich jetzt mal, satt und zufrieden im Arm der Mama einschlafen, so satt und wohlig genährt in der Geborgenheit, in der Sicherheit? Genau das ist die Liebe und das ist die Sicherheit. Und alles andere ist nicht die Liebe, ist Pflaster drüber kleben über eine eigene Leere, Wertlosigkeit, Angst vor Verletzungen, alte Verletzungen, die nicht geheilt sind. Also finde diese in deinem Unterbewusstsein, verändere diese und du wirst andere Ergebnisse im Außen erhalten. Und wenn du da Hilfe und Begleitung möchtest auf deinem Weg, dann melde dich gerne bei mir. Die Kontaktdaten sind unter diesem Video. Komm auch gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe Lieben ohne Leiden oder abonniere meinen Newsletter. Da erfährst du immer die Neuigkeiten ganz zuerst. Also, ich freue mich aufs nächste Video. Genieße dein Leben, mach was aus deinem Leben. Nur du hast es in der Hand, etwas zu verändern und niemand anderes sonst. Du bestimmst, welche Ergebnisse du im Außen kreierst mit deiner Innenwelt und deinen Programmen, die in dir ablaufen, die nur du verändern kannst. Also ran und rein ins geniale Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.